Hallo meine Lieben, so, jetzt hätte ich fast den Einsatz verschlafen. Heute gibt es bei uns Spinat aus Pak Choi und wilden Brokkoli und dazu ein veganes Käse-Kartoffelpüree. Ja, und wir starten gleich mit unserem Spinat aus Pak Choi und wilden Brokkoli. Da brauche ich natürlich wieder mein Öl, das mache ich gleich heiß und tue wieder meinen Knoblauch und meine rote Zwiebel anschwitzen. Das ist bei mir ja schon fast Standard. Die rote Zwiebel ist halt einfach sehr gesund und der Knoblauch genauso und beides sorgt für einen total einen guten Geschmack, darum darf das bei mir nicht fehlen. Jetzt war ich fast im Look am Schwarf gestimmt. So. Und dann habe ich da gleich noch ein bisschen orange Chili, eine scharfe. Die gebe ich auch noch hinzu. Und da habe ich eben dann einen wilden Brokkoli und einen Pak Choi habe ich noch klein geschnitten. Dann habe ich noch kleine Sherry-Tomaten. Die habe ich halbiert. Ui, da war auf meine Finger scharf. So eine scharfe Tomate hat. Und einen Apfel. Weil ich mache in meinem Spinatgemüse gerne ein bisschen fruchtige Komponente. Und das Ganze würze ich dann mit einem Cayenne-Pfeffer, mit einem normalen Pfeffer. Und da habe ich eine orientalische Mischung. Das ist wieder so eine Kümmel-Koriander-Kardamom-Mischung. Ich liebe halt gerade mal die orientalische Küche, gerade sehr. Drum, das ist fast überall drin. Und mein linkes Himalaya-Salz. Für das vegane Kartoffel-Käse-Püree habe ich da schon gekochte Kartoffeln. Die hat mir der Betsy durchgedrückt. Dann habe ich da ein bisschen an veganen geriebenen Käse, das sind glaube ich 120 Gramm oder so, kann das sein? Ja, knappe 100. Knappe 100 Gramm. Und dann habe ich mir da schon eine vegane Butter geschmolzen mit ein bisschen Knoblauch drinnen, also so eine Knoblauchbutter habe ich mir da gemacht. Und natürlich auch Kokosmilch und ganz wichtig fürs Püree, Muskat gemahlen. So, das hat jetzt da schon schön angeschwitzt. Dann tun wir gleich die Äpfel dazu. Ihr könnt da eben statt dem wilden Brokkoli und dem Pak Choi auch jedes andere grüne Gemüse nehmen. Eben einen Blattspinat, einen Babyblattspinat. Ich nehme oft auch Morningglory, das ist der thailändische Wasserspinat. Ihr könnt aber auch einen Wirsing nehmen oder einen Kohl. Ich habe jetzt den wilden Brokkoli und den Pak Choi genommen, weil der war noch im Kühlschrank und hat schon immer so extrem schön ausgeschaut. Also der hat schon dringend nach Verarbeitung gerufen. Dann habe ich gesagt, kommt der halt in mein Spinatgemüse. Was für ein Hunger schafft sie das? Ich habe ein bisschen was schon aufgegessen. Genau, das haben wir vergessen. Da rühren wir jetzt das einfach mal alles ein bisschen unter und lassen das grüne Gemüse ein bisschen zusammenfallen. Das geht aber relativ rasch. Dann geben wir gleich die Tomaten dazu. Weil da kommt dann auch gleich die Flüssigkeit aus dem Tomaten raus. Und dann gießen wir das Ganze mit, was ist da drinnen, 150 ml Wasser. Ich könnte aber auch zum Beispiel eine Gemüsebrühe nehmen.
Ah, Luca, der macht dann meine Schnittchen. Also das wird dann ein richtig schönes, buntes Spinatgemüse. Das kann man gleich salzen. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich habe den Cayenne-Pfeffer genommen, aber das ist der scharfe geräucherte Paprika. Das ist auch gut. Und dann ein bisschen. Und hier da zwar so. Ich gehe jetzt mit meiner orientalischen Mischung rein. Wieso kann ich nur köcheln, weil ich habe ja... Schaut sie bitte aufmachen. Ich habe ja da die Brokkoli-Stiele auch mitgeschnitten. Weil ich will die aber nicht wegschmeißen. Und davon packt schon die Stiele. Dann braucht es ein bisschen länger. Und dann ganz einen kleinen Schuss Kokosmilch gebe ich noch rein. Damit der Spinat ein bisschen cremiger wird. Aber da braucht es wirklich nicht viel, das kann ein kleiner Huch sein. Wenn ihr jetzt einen veganen Frischkäse habt oder ein veganes Joghurt, das könnt ihr auch reinmachen. Aber ich habe halt die Kokosmilch immer bei der Hand. Und das ist in der Regel meine erste Wahl. So, wenn man jetzt so wenig sagt. Und da habe ich jetzt noch einen Geheimtipp. Und zwar ist das eine Nutrition Yeast. Eine deaktivierte Hefe. Da gebe ich so eine gute Prise hinein. Nutrition Yeast. Die gibt es in der Regel im Internet zum Kaufen. Die sorgt für den sogenannten Umami-Geschmack. Wisst ihr, Umami, das ist eben das Fleischige, das Kräftige. Und gerade bei so relativ langweiligen Gemüsesorten wie eben bei den grünen Gemüse, da schadet das gar nicht. Jetzt ist Kaffee. Dann schaut man da gleich einmal aus. Das zur Seite. Dann gehen wir da gleich in die kalte Pfanne noch das Knoblauchöl rein, also die Knoblauchbutter. Dann schalte ich mal ein und dann kommt gleich was und zuerst die Milch. Wir haben ja kein. Obwohl,
ca. 150 ml. Das kann man erhitzen. Und da gebe ich auch gleich ein bisschen was von meiner Nutrition List rein. Dass es aufgeht. Und dann würze ich das Ganze gleich eben mit Muskat, Luca und Salz. Luca runter! Luca! Wenn ich jetzt einen großen Erziehungsfehler mache, dann gab es gern so was von Kartoffeln. So. Und runter, Luca. Da kann ich schon die ganze nehmen, weil da wird nicht viel. Da kommt jetzt gleich die Kartoffel rein. Wird jetzt gleichzügig untergerührt. Und unteren 16 tue ich jetzt mit dem Maxl, weil wenn ich da jetzt den Schneebesen nehme, kann es sein, dass das ein bisschen zu gleisterig wird. Auf jeden Fall muss ich da jetzt mit der Hitze zurückfahren. Es dauert natürlich schneller mit dem Schneebesen. Aber ich will eben nicht, dass das so einen gleisterigen Charakter kriegt. Dann geben wir gleich den Käse dazu. Ich habe da jetzt einen veganen, was ist das, Gouda-Nachbau. Mhm. Ihr könnt da wirklich jeden veganen Käse verwenden, den ihr wollt. Ich habe es einmal mit veganer Mozzarella gemacht, das war dann zu langweilig. Da hat man fast überhaupt nichts gemerkt. Also schaut, dass ihr irgendeinen kräftigen veganen Käse kriegt. Dann kriegt das Ganze ein bisschen einen Geschmack ab. So. Also mein Kartoffelpüree ist jetzt schon mal fertig. Dann kann ich die Hitze abdrehen. Anbrennen soll es ja nicht. Und jetzt zum fertig durchrühren und zum Abschmecken brauche ich keine Hitze mehr. Man sieht, das Gericht ist total schnell gemacht. Voll einfach. Und schmeckt himmlisch. Und ich sage immer so Brei wie Kartoffelbrei, Kürbisbrei, Gemüsebrei, das ist so Soulfood. Das tut der Seele einfach gut. Wir essen das relativ oft in der Regenzeit. Weil auch in Thailand haben wir eben eine sogenannte kühle Jahreszeit oder eine ungemütliche Jahreszeit. Es wird zwar von der Temperatur her nicht wirklich kalt, aber wenn der Himmel nicht immer strahlend blau ist, obwohl man das gewohnt ist, und es regnet dann vielleicht einmal am Tag so eine Stunde, dann hat man halt auch so ein bisschen ein Herbstfeeling. Und dann tut so ein Kartoffelbrei total gut. Ordentlich mit Pfeffern. Ihr dürft euch nicht wundern, dass ich da so ein bisschen hin und her wabbelt, aber unter mir kämpfen gerade zwei Pitbulls. Also kämpfen, sie spülen. Ich glaube, sie müssen mein Knie kehlen. So. Nehmen wir mal. Mhm. Das müssen wir schon anrichten.
So, was für den schönen Gemüse. Kartoffelbrei. Erdäpfelpüree, wie man so schön sagt. Und kann man dann noch was von dem Paprikapulver, wo ich zuerst geglaubt habe, es ist Cayennepfeffer, aber macht ja nichts. Und so schaut es dann aus. Ein hübsches, buntes, schnelles Gericht, was das jede gut tut und gesund ist. Okay, dann hoffe ich, dass wieder Spaß gehabt habt, dass ihr mir zuschaut. Vielleicht wollt ihr es ja nachkochen. Dann gutes Gelingen. Und ich freue mich, wenn ihr mir morgen wieder zuschaut. Tschüss und bitte das Liken und Followen nicht vergessen. Danke, ciao.